Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind überzeugt, dass Europa und die Mitgliedschaft in der Europäischen Union uns in Mecklenburg-Vorpommern gut tut. Ich teile hier die Worte unserer Spitzenkandidatin Rebecca Harms, dass die Europäische Union trotz aller bestehenden Probleme und Defizite das großartigste Projekt ist, das dieser Kontinent je gesehen hat. Die heutigen Erstwählerinnen und Erstwähler, wir hörten es bereits, können ohne Grenzkontrollen von Tallinn bis nach Lissabon reisen, können in Oxford, Paris oder Wien studieren. Und junge Menschen aus der ganzen Europäischen Union sind bei uns herzlich willkommen, bei uns im Land zu arbeiten. Wir profitieren vor Ort zum Beispiel von dem europäischen Binnen- und Arbeitsmarkt, der wirtschaftlichen Kooperation, aber auch dem grenzüberschreitenden Tourismus zwischen Deutschland und Polen, sowie über den ganzen Ostseeraum hinweg und darüber auch noch hinaus. Doch was mir Sorge macht, nach dem aktuellen Mecklenburg-Vorpommern-Trend, der letzte Woche veröffentlicht wurde, glauben nur ein Viertel aller Befragten, dass die Europäische Union für Mecklenburg-Vorpommern eher Vorteile bringt. Die Mehrheit ist überzeugt, dass sich Positives und Negatives die Waage hält. Das bedeutet in meinen Augen zum einen, dass die Europäische Union mehr Transparenz, mehr Demokratie und Bürgerbeteiligung braucht, um die Menschen in unserem Land von einem Besseren zu überzeugen. Das bedeutet aber auch, dass wir hier als Landtagsabgeordnete noch viel mehr tun müssen, um europäische Politik bei uns vor Ort verständlich zu vermitteln. Wir dürfen nicht länger Landes- und Europapolitik gegeneinander ausspielen. Wir brauchen eigentlich noch viel mehr Europa als weniger. Wir brauchen eine europäische Energiewende statt eines Comebacks von Kohle und Atom. Wir brauchen eine europäische Agrarwende statt Genmais und Massentierhaltung. Wir brauchen einen europaweiten Mindestlohn statt Lohndumping und Sozialabbau. Wir brauchen eine europäische Bankenunion, die dafür sorgt, dass Banken in Europa geordnet abgewickelt werden, ohne die Steuerzahler mit Milliardenkosten zu belasten. Wir brauchen einen europaweiten Verbraucherschutz statt ein intransparentes Freihandelsabkommen TTIP. Und wir brauchen einen würdevolleren Umgang mit Flüchtlingen. Kurzum, wir Bündnisgrüne sind überzeugte Europäerinnen und Europäer und wollen gemeinsam für ein besseres Europa streiten. Und wir brauchen eine stärkere, aber gewaltfreie, gemeinsame Außenpolitik. Wir müssen unsere europaweit errungenen Menschen- und Bürgerrechte, unsere liberalen Werte sowohl hier vor Ort als auch international verteidigen, die da sind. Demokratie, Toleranz, Minderheitenschutz, die Gleichstellung von Frauen, die Gleichstellung von Homosexuellen, eine liberale Einwanderungspolitik und eine multikulturelle Gesellschaft. All das steht in manchen Ländern außerhalb wie innerhalb der Europäischen Union derzeit leider wieder auf dem Spiel. Diese Rechte und Werte müssen wir zum einen gegen die mancherorts erstarkenden Rechtspopulisten, Nationalisten und Rechtsradikalen verteidigen, bei uns vor Ort wie auch europaweit. Wir brauchen daher die europäische Integration, um diesen Konsens nach innen unter den Mitgliedsländern nicht aufzuweichen. Wir brauchen darüber hinaus aber auch einen internationalen Dialog über die Grenzen der Europäischen Union hinaus, der Probleme auf diesem Themengebiet thematisiert, anstelle sie zu verschweigen. Meine Damen und Herren, eine Delegation des Parlamentsforums Südliche Ostsee reist vom 18. bis zum 22. Mai nach Kaliningrad. Ich erwarte, dass vor Ort auch eine Aussprache und eine Stellungnahme zu aktuellen politischen Entwicklungen in Russland und seinen Nachbarstaaten möglich ist. Dabei sollten aus Sicht der Bündnisgrünen Landtagsfraktion insbesondere die folgenden Aspekte Berücksichtigung finden: Völkerrechtliche Rahmenbedingungen, Souveränität von Staaten, Menschenrechte und deren Einhaltung. Ich bin der Auffassung,
dass im Rahmen eines Besuchs in Russland die Geschehnisse im Zusammenhang mit der Entwicklung in der Ukraine kritisch angesprochen werden müssen. Genau das gehört nach meiner Auffassung und nach unserer Auffassung von den Bündnisgrünen zu einem Dialog auf Augenhöhe dazu. Denn ich möchte auch woanders laut und deutlich sagen können, Europa tut gut. Vielen Dank.